Einen wunderschönen guten Tag. Im heutigen Video wollen wir darüber sprechen, wie ich die Platine aufbaue, also zusammenlöte und dann im Anschluss in Betrieb nehme. Was ich dabei so beachte und was auch alles schiefgegangen ist. Also, let's go! Im Hintergrund oder im Bild seht ihr aktuell die Platine, die wir beim letzten Mal gefertigt haben. Ihr könnt sehen, dass die Diodenlöcher leider Gottes nicht durchgefräst wurden. Das habe ich irgendwo vergessen oder übersehen. Da müssen wir dann nachher noch einen Workaround finden. Als erstes fange ich an hier mit der Platine der SMD-Bestückung von der Unterseite, dadurch, dass wir eine einlagige Platine haben. Bei der SMD-Bestückung gehe ich immer wie folgt vor. Ihr seht es gerade, ich verzinne einen Pin und löte dann einmal ringsherum alle anderen nach. Damit kann ich mit dem ersten Pin den Chip ausrichten und gucken, dass alle anderen Pins übereinstimmen und dann alle anderen dementsprechend festlöten, so dass der IC wirklich mittig auf dem Pad sitzt. Im Anschluss fange ich dann wieder an mit den ganz üblichen Stückregeln. Ich fange von unten nach oben an zu bestücken. Hier in dem Fall habe ich es leider Gottes vergessen, die zwei Drahtbrücken, die wir beim letzten Mal drin hatten, mit einzufügen. Als allererstes, die sind ja am flachsten. Aber gut, das soll ich dann im Nachhinein ein wenig friemelig mit einer Pinzette machen müssen. Bei der Bestückung von Widerständen messe ich zuerst den Widerstandswert mit einem Multimeter. Dann biege ich mir die Widerstände und setze sie ein in die vorhergesehene Position. Und dann fange ich an, sie zu verlöten. Ich mache es meistens so, dass ich, wenn ich sage, ich habe 3 10-Kilo-Ohm-Widerstände, dass ich einmal alle 10-Kilo-Ohm-Widerstände biege, mir einsetze und dann mit einem Schwung festlöte. Das ist zeiteffizienter, als wenn ich jeden Widerstand einzeln festlöte. Zum Widerstandsbiegen nutze ich das blaue Teil da im Bild. Das ist so eine Widerstandsbiegelhilfe. Die hat verschiedene Breiten und da kann man dann einfach den Widerstand einsetzen und die Beinchen dementsprechend abknicken. Den Überstand schneide ich dann entsprechend mit der Pinzette ab. Mir ist leider Gottes doch aufgrund von Verwirrung ein Fehler unterlaufen. Ich habe aus Versehen einmal einen 10 Kilo Ohm Widerstand falsch bestückt. Den habe ich dann oben einfach abgeschnitten und ihr seht es gerade, noch einmal neu eingelötet. Genau. Hier im Bild ist dann jetzt auch mal das Multimeter gerade zu sehen gewesen, mit dem messe ich einfach den Widerstand. Ich weiß ja, was ich für einen Widerstand erwarte und kann dann die Bereichsauswahl beim Multimeter treffen, da wir hier einen Multimeter mit manueller Bereichsauswahl haben. Dadurch, dass ich den IC bereits schon eingelötet habe, muss ich ja im weiteren Verlauf darauf aufpassen, dass ich den nicht zu weit, die anderen Komponenten zu weit erhitze oder zu lange erhitze, so dass ich der IC durch die zusätzlich eingetragene Wärme dann nochmal zerstören kann, irgendwo auf dem Chip entlöten kann, entbonden kann oder ähnliches passiert. Die Operationsverstärker vertragen ein wenig Hitze, sind aber auch nicht allzu hitzebeständig. Jetzt seht ihr, wie ich die Stiftleisten einlöte. Da passe ich darauf auf, dass die alle parallel zueinander sind. Das ist ja hier für unseren Arduino Nano. Da ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man schon den Arduino Nano einmal hat, dass man den bestückt also in die Stiftleisten steckt und dann von der anderen Seite einlötet, sodass man weiß, dass der auch definitiv drauf passt. Leider hat die Kamera dann irgendwann aufgehört zu filmen. Ich weiß gar nicht ganz genau warum. Ich musste dann, habe dann die Dioden von der Rückseite einfach aufgelötet. Und wir werden mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also kommt als nächstes die Inbetriebnahme, wie ich dabei vorgehe. Als erstes natürlich habe ich mir hier meine zwei Krokoklemmen geschnappt. Die beiden gelben Kabel sind meine
Betriebsspannung, da die Buchse leider auch noch nicht ganz da ist, ist aber bestellt. Genauso wie ich improvisieren musste, dass ich den LM7805 auch nicht da habe und deshalb den auch nicht bestücken konnte, muss ich jetzt mit einem kleinen Kabel, das ihr auch auf der Rückseite seht, die 5-Volt-Referenz von dem Arduino nehmen. Die ist damit zwar ziemlich belastet, aber das sollte noch hinhauen. Sobald der dann da ist, werde ich den ersetzen. Genau. Ich habe als erstes, das habt ihr gerade gesehen, die Spannung gemessen und geschaut, ob irgendwo ein Kurzschluss ist. Den Widerstand gemessen. Dann, wenn da ein Kurzschluss gewesen wäre, dann hätte ich die Schaltung gar nicht in Betrieb nehmen müssen, sondern den Kurzschluss suchen müssen. So, und jetzt habe ich einfach schon mal die Spannung angeschlossen. Ihr seht auch, das Kabel für den Lötkolben liegt auch schon bereit. Und dann schaue ich mir mal die Spannung an, gucke, ob die zusammengebrochen ist. Ich habe ja vorher die Spannung gemessen und da waren es 12 Volt. Und die messe ich jetzt noch einmal. Und es sind immer noch die 12,5 Volt. Genau. Dann trenne ich wieder die Spannung und setze als nächstes den Arduino ein. Schaue mir da nochmal die Versorgungsspannung an, ob die dann einbricht mit dem Arduino eingesetzt. Hoffentlich nicht. Dann ansonsten würde das heißen, dass irgendwas auf der 5-Volt-Schiene kurz geschlossen ist. Der Arduino selber, der fängt Kurzschlüsse ja zum Glück ab. Genau. Das Einsetzen des Arduinos immer ohne Spannung, sollte ich den mal irgendwie um einen Pin verrutscht einsetzen, dann könnte das mir schon den gesamten Arduino grillen. Und wir sehen, der Arduino leuchtet grün und blinkt. Das ist ja dieses Standard-Skript, mit dem der Arduino immer ausgeliefert wird. Da sehen wir, es funktioniert alles wunderbar. Zumindest erstmal der Arduino läuft. Jetzt können wir uns mal die 5 Volt angucken, ob die eingebrochen sind oder ob die auch noch fehlerfrei vorhanden sind. Genau, wir sehen, was wir sehen, sind immer noch unstabile Messergebnisse. Wir haben 10 Volt Versorgungsspannung, das sind die 10 Volt, die ja minus die 2 mal 0,7 von den 12 Volt, das ist immer mit ein bisschen Toleranz zu betrachten. Also wir sehen, wir haben unsere Versorgungsspannung, Vin kommt beim Arduino an und der macht da wunderbare 4,91 Volt draus, was 5 sind. Also es ist mit ein bisschen einem kleinen Dropdown drin, aber da gehe ich eigentlich fest von aus, dass er damit leben kann. Genau. Als nächstes kommt der Test der Lötspitze. Das heißt, wir testen einmal den Sensor. Ich schließe die Lötspitze an, gucke, wie sich die Spannung verändert und im Anschluss teste ich dann noch einmal die Lötspitze an sich selber. Dafür nehme ich jetzt die Lötspitze, schließe die an und kann die dann manuell mit einem anderen Lötkolben, da wir leider kein Feuerzeug haben, einmal anheizen. Das heißt, ich füge ein bisschen Zinn an die Spitze und gucke, ob sich die Spannung am analogen Eingang vom Arduino ändert. Ich habe mir da leider Gottes selber einmal ins Knie geschossen. Ich habe ja mehrere Jumper eingebaut und ich habe vergessen, den Jumper zu setzen, um direkt den Arduino-Eingang zu messen, sondern ich habe einfach den analogen Eingang vom Arduino mir angeguckt und da lag natürlich irgendeine Floating-Spannung an. Deshalb, man sollte dann doch lieber mal in den Schaltplan gucken, aber das ist mir dann aufgefallen, nachdem die Messergebnisse keinen Sinn gemacht haben. Das Testen der Lötspitze hat dann wunderbar geklappt. Ich habe auch sinnvolle Messergebnisse bekommen, so dass sich die Temperatur geändert hat, wenn ich die Spitze erwärmt habe und dann auch wieder habe abkühlen lassen. Leider Gottes, natürlich habe ich mir zweimal die Pfoten dabei mächtig verbrannt. Man sollte dann doch lieber dreimal darüber nachdenken, wann etwas warm ist und wann etwas kalt ist. Naja, im Anschluss habe ich dann mir ein kleines Arduino-Skript geschrieben, was ich auf den Arduino hochgeladen habe, um zu testen, ob die LED blinkt und dann den Heater getestet. Das ist leider auch irgendwie auf der Kamera verloren gegangen. Das Video wurde gespeichert, aber ich konnte es leider Gottes nicht wiederherstellen. Aber es funktioniert wunderbar.
Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wo wir dann einmal ein Arduino-Skript zusammenschreiben, das Display dann auch anschließen, die Taster anschließen, die sind jetzt auch noch nicht drauf, weil die Taster habe ich leider Gottes auch vergessen zu bestellen. Die sind aber auf dem Weg jetzt und dann können wir das alles in ein Gehäuse einbauen und sehen uns dann nach der Sommerpause wieder mit dem finalen Video zur Lötstation. Bis dahin bleibt gesund und munter. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!